Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version. Ja, ich bin wieder im Waku-Schrein. Und habe jetzt schon mal den Schlüssel wieder besorgt bei dem Wagenrätsel hinten, was wir das letzte Mal gemacht haben. Das musste ich ja wiederholen, weil ich den Safe geladen habe, weil ich das letzte Mal einfach aufgehört habe. Weil wir einfach so stark über Zeit waren. Ja. Und jetzt machen wir einfach hier an der Stelle weiter, wo es nach oben geht. Yay. Ich habe aber so das Gefühl, dass da... Und noch was ist. Hätte ich jetzt schwören können. Hm. Da ist jedenfalls Energie. Ja, da drüben ist die Katze. Nee, das ist einfach nur der Zugang, wo wir hergekommen sind. Gut. Ja, und in Schädeln sind Mandarinen versteckt. Das ist doch immer schön. Dass sie einfach Gefäße unsichtbar werden, ist nicht so toll. Hier waren wieder die Kanonen da oben. So, dann schieß mal. Chaboing. Ach ey, das sieht ungemütlich aus. Doing. Und doing. So, und auf die nächste. Und wieder eine Kanone weg. Ah, okay. Das hält die Räder hier an, damit wir in Zukunft, falls wir runterfallen sollten, schneller wieder hier hochkommen. Kann ich mitleben. Das sieht etwas interessant aus. Soll es hier was geben? Da ist auf jeden Fall so eine tolle Tellerspinne. Aber ich sehe von hier aus nichts wirklich Interessantes unter uns. Hm. Stopp, stopp, Ami. Siehst du diese glühenden roten Bestien? Das sind Flammenspinnen. Sie sind wie eine Blockspinne oder eine Plattformspinne, aber wenn man sie sieht, werden sie dir ganz schön die Hand verbrennen, wenn du sie berührst. Sei vorsichtig, okay? Du könntest verletzt werden, wenn du wie sonst per Anhalter fährst. Mhm. Ja gut, deswegen nehmen wir erstmal nicht die Spinne. Ne? So, gucken wir uns hier einfach mal so um.
Dort ist es zum Beispiel nichts. Da ist immer noch die Flammenspinne. Hier wäre ein Safe Point. Ist ja auch mal interessant. Hier ist Schnee. Und mehr Tinte. Die wir gerade nicht mehr brauchen, weil wir eigentlich voll sind. Ach je. Au. Ups. Ups. Und wieder durchgeflutscht. Ja, ich würde gern da hochkommen. Ja, ziemlich lang hält das halt nicht an. Ah. Ups. Ah, cool, ich lande hier oben zum Glück. Dann machen wir es doch lieber so. Eine Kutani-Töpferei, yay. Ja, kannst ruhig aufhören. Und eine Saphir-Klunke. Seine bleiche Farbe vermittelt ein Gefühl der Ruhe. So, da ist ein Gegner. Oh, mal wieder einer von der Sorte. Ja. Ich sehe, ich kann sein Feuer nicht benutzen. So. Okay, relativ fix. Kann ich die eigentlich zerdeppern? Ja, kann ich. Da ist ein Kleeblatt zum Ausgraben. Da ist Heilung. Diese Spinnen rasen hier ganz schön schnell in der Gegend rum. Das sieht ja ulkig aus, ey. Kommt jetzt ein böser Gegner erst? Ja. Ach so, einer. Wobei, der ist neu.
Der ging echt fix. Muss ich ja schon sagen, der ging wirklich fix. So, was haben wir hier? Eine Schneesturmkanone in Form eines alten Plattenspielers. Ami, sieh. Guck dir dieses riesige Gerät an. Das weht einen finsteren Schneesturm aus dem Ding raus. Sind diese bösen Dämonen noch zu fassen? Sie versuchen Kamui in einen riesigen Eiswürfel mit diesem Ding zu verwandeln. Wir müssen es jetzt aufhalten, Ami. Deine Techniken sollten dieser Aufgabe gewachsen sein. Ich meine, dieses Gerät sieht nicht so kompliziert aus. Mhm. Machen wir erstmal eine Bombenstimmung hier. Zwei Laubhaufen. Hey Ami, sieh dir das mal an. Dieses Muster auf dem Boden. Ja, erstmal dich wegmachen. Hey Ami, sieh mal dieses riesige Muster auf dem Boden an. Ah, das ist die Lösung. Wow, das sieht wie ein wirklich altes Piktogramm oder sowas aus. Ich weiß, es braucht große Fähigkeit, Bedeutung durch Kunst auszudrücken. Aber dieses Piktogramm ist unglaublich gut. Ja, also das eine muss nach oben zeigen, das ganz linke. Und die anderen beiden müssen aufeinander zeigen. Okay. Ist ja alles kein Problem. Diese bösen Dämonen zu fassen, ja. Das kennen wir schon. Na, das war wieder zu schnell. So. Gut, der erste ist richtig. So, das ist der zweite. Das war zu spät, okay. Tinte wäre schön. Okay, passt. Die Augen waren das Ausschlaggebende. Ey, der Schneesturm hat nachgelassen. Sieh nur, ich denke, sie ist hier.
Diese 13. und letzte Pinseltechnik, die du verloren hast. Wir haben sie endlich gefunden. Flutsch, 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 flutsch. Ja, da kommt der Frostbüffel. Ah, Amaterasu, Quellen alles Gute und unser aller Mutter. Während deiner Abwesenheit habe ich hier Unterschlupf gesucht und wurde dabei hier gefangen. Böse Wesen besuchen die Welt mit ihrer Unreinheit und Finsternis. Wie ein mächtiges Schneetreiben bin ich, Itigami, Gott des Eises, wiedergekehrt. Ich verleihe dir die Macht, deine Feinde zum absoluten Gefrierpunkt zu frieren. Ich bin der letzte der 13 Götter, die du gesucht hast. Du besitzt nun die Macht, das Böse ein für alle Mal zu beenden. Der 13. und letzte Pinselgott ist Itigami, der Gott des Eises. Du weißt, was das bedeutet, Ami. Du hast jetzt alle Pinseltechniken wieder, die du verloren hattest. Wow, sieh dir mal Itigami an, Ami. Oh, was haben wir da jetzt noch gekriegt? Ah, ein neues göttliches Instrument. Erhalten göttliches Instrument. Sonnenstrahlen. Nun, ich schätze, das war's. Wir haben die lang gesuchte 13. und letzte Technik gefunden. Itigamis Technik Blizzard kann jedes Monster einfrieren. Eine passende Technik, um noch alle anderen zu überbieten. Wie das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Hey, guck dir mal diese Flammenspinne an. Sie würde ein perfektes erstes Opfer abgeben. Platziere deinen Pinsel auf eine Eismasse, um die Kraft des Eises zu nutzen und ziehe dann einen Strich zur Flammenspinne. Wenn du das tust, dann wird die Macht des Eises durch deinen Pinsel strömen. Komm schon, probier doch diese coole Pinseltechnik mal aus. Ja, dafür muss ich sie nur wiedersehen. Haha, diese böse Flammenspinne ist total steif gefroren. Das ist also die Macht des Blizzard. Die letzte Pinseltechnik. Endlich! Ich habe alle deine 13 Techniken gesehen. Die 13 göttlichen Pinseltechniken, die Macht der Götter. Nun, aber das Flammenwürfel noch warten müssen. Die wichtigste Aufgabe ist es, hier wieder lebend rauszukommen. Ich meine, was für einen Nutzen hätten all diese Techniken, wenn ich tot bin? Es macht keine Dummheiten und die uns irgendwie umbringen würden, Ami. So, reicht das? Ja. Eine Perle erhalten. Wie sieht es eigentlich so aus mit meinen Perlen? Oh ja, packen wir mal wieder hier etwas Glück rein, dass wir mehr Leben haben. So, ich habe alle Pinseltechniken. Logbuch. Journal. Oki ist nicht genehmigte Tat. Ja, das kennen wir bereits. Ja, ich habe immer noch die gesuchte Liste. Die eine. Die werde ich auf jeden Fall mit euch noch machen, bevor wir uns dem Ende zuneigen. Ja, der große Tengu. Früher einer, der sich in die Berge zurückzog, um zu trainieren. Ist diese furchteinflößende Kreatur nun ein starker Feind und sollte nicht unterschätzt werden. Der Vogel mit der Tengu-Maske verbirgt oft seine wahre Gestalt und sollte gestoppt werden, bevor er seine wahre Form zeigt. Er trainiert seine Stärke mit Wasser und Eis. Naja, und wahre Orochi, den hatten wir auch noch. Schatzliste.